Entschuldigt meine Ausdrucksweise an dieser Stelle. Ich fühle mich echt gebomst gerade. Wir mussten gerade, also sind im Aufzug hochgefahren, dann haben sie uns gesagt, okay, wartet entweder hier eine halbe Stunde oder lauft 6 Stockwerke hoch. Naja, weil CJ und John ja unten auf uns warten, haben wir gesagt, okay, dann laufen wir 6 Stockwerke hoch. Ich bin sowas von im Arsch. Aber es, für die Aussicht hat es sich gelohnt auf jeden Fall. Jetzt sind wir auf jeden Fall hier oben. Genießen ein bisschen die Aussicht. Da hinten kann man die Freiheitsstatue sehen. Da halt Downtown komplett die ganzen Gebäude. Brooklyn auf der Seite. Queens ist dann runter. Aber Coney Island sehe ich von hier gar nicht. Warte mal. Auf jeden Fall ist es krass, von hier oben sieht es aus. Also man kommt ein bisschen vor hier oben, es geht stehen wie im Zoo. Man beobachtet eine Ameisenstadt. Von hier oben ist echt krass. Die Autos sind so groß, ganz klein. Wie bei so einer Modelleisenbahn. Und die Menschen, das kann man glaube ich durch die Kamera noch nicht mal richtig sehen, die sind da unten ganz klitzeklein. Alles klar, also wir sind jetzt hier an der Penny Souvenir Metals Maschine. Und zwar funktioniert es so, dass man da einen Penny dann reinschmeißt und dann sich ein Motiv aussuchen kann und das wird dann irgendwie plattgewalzt hiermit. Und wir suchen uns welches Motiv aus, Steve? Empire State Building, New York, I Love You oder World Trade Center? World Trade Center. World Trade Center? World Trade Center. Okay, ich glaube, es muss auf jeden Fall da oben stehen. Okay, jetzt haben wir so einen Turbo. Praktisch die Bezahlung, die muss auch hier in den Apparat rein. Der Penny. Und los geht die Reise. Warte, die Reise muss. Ich muss noch mal ein bisschen auf Dings drehen. Ein Jahr später. Da ist er. Und das könnt ihr gewinnen. Das ist wieder ein Teil unseres Gewinnspiels. Und zwar, wenn ihr folgende Frage beantwortet. Auf welchem Gebäude stehen wir gerade?